Ramon Untersander, hat er am Anfang den Robert Meyer ein bisschen verhexen, der Goalie von Genf? Oder was hat er da gemacht? Nein, ich glaube nicht, dass wir ihn verhext haben. Wir wissen, dass er die Scheibe viel spielt und gerne spielt. Ja, er hat ein, zwei Fehler gemacht. Wir haben das eiskalt ausgenutzt und ich denke, ja, nochmal ein Mal wird es ihm nicht passieren. Aber ja, wir haben das ausgenutzt und es war sicher gut für uns. Ihr habt im Verlauf des Spiels ein paar Spieler verloren. Sind die Genfer unter die Haut gegangen? Ja, ich weiß nicht genau, was passiert ist bei all diesen Spielern. Aber ja, Genf spielt ein Herzspiel. Ich glaube, das ist genau ihr Spiel, wo sie, wenn sie das nicht bringen, dann glaube ich, wird es keine Chance gegen uns. Und, ja, wir haben sicher ein grosses Kader. Playoff kennt man keine Schmerzen und darum sind wir sicher parat für den ersten Match. Jetzt müssen wir gleich noch sagen, 7-0 im ersten Match, warum seid ihr dieser Welt parat gewesen? Ja, wir haben das ganze Jahr für das geschafft und ich glaube, wir haben viel Erfahrung in dieser Mannschaft und alle wissen, was es braucht, um da zu sein, wenn die Playoff losgehen. Und wir haben einen sensationellen Start im ersten Drittel und das hat uns sicher viel Schwung gegeben für das ganze Spiel. Danke vielmals.